Ja, danke, Herr Präsident, Herr Minister, werte Zuseher. Ja, eigentlich eine Offenbarungseid, den wir da heute erleben. Und die Frage noch einmal, warum diskutieren wir diesen Vorschlag der ÖVP und der Grünen über eine Kürzung der Sozialleistungen für Teilzeitkräfte heute? Warum diskutieren wir das? Und da, glaube ich, kann man schon einmal eindeutig sagen, ja, klar ist ja euer Vorschlag, bitte seid ihr eine Regierung. Noch seid ihr, glaube ich, eine Regierung. So. Aber warum poppt dieses Thema auf? Und da darf ich schon die anderen vier Parteien jetzt einmal ins Boot holen. Es ist jetzt das eingetreten, was wir ihnen seit Jahrzehnten prophezeien, was sie halt ungern zugeben, auch heute nicht, weil unser Sozialsystem in Österreich kollabiert ist. Und jetzt kommt die Frage, warum? Und da weichen sie vier Parteien halt immer sehr gerne aus. Und das ist das Ergebnis einer unqualifizierten Zuwanderung über Jahrzehnte, die unser Sozialsystem kollabieren lässt. Und jetzt kommen Sie ernsthaft auf die Idee, dass die alleinerziehende Mutter in Teilzeit quasi die Asylanten mitfinanzieren soll. Ja, das ist das Ergebnis, ja klar. Die alleinerziehende Mutter in Teilzeit soll jetzt quasi die Gesundheitsversorgung vom Asylanten und die Mindestsicherung finanzieren. Das ist eure Idee. Kurz zusammengefasst, für die Bevölkerung einfach zu verstehen. Ich sage es noch einmal, 60% der Sozialhilfeempfänger sind nicht Österreicher. Ein Drittel beim AMS sind nicht Österreicher. 60% der Gefängnisinsassen sind nicht Österreicher. Ich könnte diese Liste jetzt fortsetzen. So. Das kostet Milliarden, diese Milliarden hat das Sozialsystem nicht. Und vielleicht auch noch einmal, bitte keine Aufregung bei den Grünen, das ist die reine Wahrheit, das ist alles nachvollziehbar. So, ich sag's noch einmal, diese Bundesregierung macht heuer ein Defizit, ein geplantes Defizit von 18 Milliarden Euro. 18 Milliarden Euro Defizit. Und da tauchen Traumtänzereien auf, was ihr alles machen wollt. Wir haben das Geld ja schlichtweg über Jahre schon nicht mehr. Gesamtverschuldung 360 Milliarden Euro in Österreich. Also, und auch die Idee der Sozialdemokratie, bitte jetzt auf 32 Stunden, die Grünen, das ist ja ein bisschen Traumtänzerei, wo lebt sie ja? Bitteschön. Das geht sich ja alles hinten und vorne nicht mehr aus. So, und ich weiß schon, dass das keiner gerne hört, die Töpfe sind leer, die habt ihr geleert, gemeinsam, ihr vier Parteien, und das will halt keiner gerne diskutieren. So, also bitte noch einmal, Teilzeitkräfte in Österreich, bitte lasst die in Ruhe. Es gibt sehr, sehr viele gute Gründe, warum Leute in Österreich Teilzeit arbeiten, weil sie es eben als Betreuungsaufgaben müssen, teilweise, weil sie es auch gesundheitlich gar nicht schaffen, 40 Stunden zu arbeiten. So, und eigentlich bräuchten wir diese berühmten Helden der Arbeit, die also über 45 Jahre fleißig arbeiten. Aber die hat, liebe ÖVP, die Grünen sowieso, die habt ihr bestraft. Ihr habt die Hacklerpension abgeschafft. Das waren die Helden der Arbeit. Die haben 45 Jahre lang 40 Stunden gearbeitet. Die habt ihr abgeschafft, diese Pension. Und ihr habt viele Dinge, die wir vorgeschlagen haben, nie umgesetzt. Dasselbe zum Beispiel bei den Kinderbetreuungszeiten der Frauen haben wir eine Verbesserung gefordert. Diese 4 Jahre, wo Frauen in das Pensionskonto einzahlen. Habt ihr abgelehnt. Also alles Maßnahmen, die wir vorschlagen, genauso wie das freiwillige Weiterarbeiten in der Pension, habt ihr auch abgelehnt. Also da gibt es unzählige Vorschläge. Noch einmal, eines ist klar, ohne Fleiß kein Preis, aber, und jetzt kommt das große Aber, wir brauchen auch eine soziale Gerechtigkeit. Es kann nicht sein, dass wir die ganze Welt mitfinanzieren. Noch einmal, sag noch einmal, Ukraine kriegt Waffenlieferungen, EU, was wir da auf, das sind Milliarden, die gibt's ja links, rechts aus, die wir eh nicht haben. Wir stehen auf dem Standpunkt, das sind wir die einzige Partei, wir wollen Österreicherinnen und Österreichern helfen. Und den Rest bitteschön, wenn Geld über ist. Aber es ist kein Geld über, liebe Kollegen. Das ist nicht über. Und ihr fangt jetzt an, bei den Teilzeitkräften die Idee zu forcieren, hier die Sozialleistungen zu kürzen. Das kannst du ja keine vernünftigen Menschen mehr erklären. Also das kann man keine vernünftigen Menschen erklären. Und wenn ein Asylant aber eine Operation hat, irgendwo in der Uniklinik Innsbruck, zahlt das der Steuerzahler.
Bitte schön, seid ihr irre? Das kann ja über, das ist ja nicht mehr nachvollziehbar. Noch einmal. Also, wir brauchen eine soziale Gerechtigkeit für Österreicherinnen und Österreicher. Das brauchen wir. Wir brauchen keine Wundertüte für die ganze Welt. Und auch hier noch einmal an die Sozialdemokratie. Bitte setzt euch wieder ein für die arbeitenden Menschen in Österreich. Das wäre wichtig. Die SPÖ, wie es Freiheitliche, sind die einzigen, die das über Jahre ganz klar formuliert haben. Danke.